Willkommen zurück. Herzlich willkommen bei WoW. Wir sind hier immer noch unterwegs. In der Gegend vom Kronsteig. Wir müssen jetzt dahin. Wir sollen ja die Barriere kaputt machen. Dafür brauchen wir aber erst Schießpulver. Und wir sollen einen Hauptmann, der ein Verräter ist, erledigen. Da machen wir uns jetzt auch direkt auf den Weg hin. Damit wir hier weiterkommen. Ich glaube, ja, müsste eigentlich. Ich glaube nicht, dass sie die Geschichte großartig geändert haben. Wir sind so ziemlich am Ende der Hexengeschichte. Aber ich glaube, ein Beasley kommt noch. Also zumindest das große Finale fehlt noch. Aber das kriegen wir schon alles hin. Alles kein Problem. Wir nehmen hier die Blümchen mit. Ein Ankerkraut. Oh, das war früher sowas von wertvoll. Da konnte man richtig Schor damit verdienen. Und ich glaube, mittlerweile ist es gar nichts mehr wert. Verzieh dich, mein Freund. Ich meinte nicht den guten freundlichen Hodler, sondern das sind den Gegner. So. Ich habe nur gesehen, hier ist eine Quiz. Die wollen wir natürlich mitnehmen, ne? Sag hallo, Willem. Der gute Nottlich. Alles klar. Weidmanns Heil. Ich habe herausgefunden, wie diese bösen Hexen unsere Falken verdorben haben. Seht ihr diese Talismane? Nottlich zeigt auf die Hochstände und Dächer in der Nähe. Da? Wo? Irgendwie so? Sie benutzen sie, um unseren Schwarm mit ihrer dunklen Magie zu infizieren. Wenn die Jungen schlüpfen, ich glaube, Wilhelm kann dort hinaufgelangen, um die Talismane zu entfernen. Aber jemand muss ihm die Richtung weisen. Ich habe mich noch nicht genug erholt, um mich mit einem ganzen Lager voller Falkner anzulegen. Könnt ihr helfen? Benutzt die Falknerpfeife, um 7 betörende Talismane in der Falknerei von Korlach zu zerstören. Das kriegen wir hin, mein Freund. Das kriegen wir hin. Wer ist ein guter Junge? Ja, ich bin ein guter Junge. Hier, guck mal, ich mal Männchen. Es sieht so aus, als ob der Zirkel nicht alle unsere Falken bezaubern konnte. Ich sehe noch einige Unverdorbene in den Käfigen im Übungshof. Unsere Falken sind gut ausgebildet und müssen wissen, dass sie zu einem unter unsere anderen Höfe fliegen sollten. Falls ihrem Falkner etwas zustößt. Wenn ihr sie nur aus ihrem Käfig befreit, können sie sich in Sicherheit bringen. Öffnet 5 Falkenkäfige in der Falknerei. Okay. Wartmanns Heil. So, gleich hier vorne. Machen wir das hier mit? Sehr schön, sehr schön. Guck mal, Hexi. Oh gut, Hexi nehmen wir natürlich auch gleich mit. Oh, einen Moment. Und ihn da auch. Der, das ist ja sie. Ihn haben wir zuerst erledigt. Warte mal, guck mal, wir haben doch den guten Hexenschuss, Mensch. Sollte man mal benutzen hier. Mein Verstand hat sich fast verabschiedet. Ohne euch wäre ich nicht mehr. Bitte sehr, mein Freund, bitte sehr. So, hier ist ein Falke. Bitte. Och nö. Immer diese verzauberten Leute hier. Danke. So, ich sag auch danke. Und guter Taurel. Stufe Fragezeichen, das heißt, es ist ein 70er. Okay. Keine Ahnung, was er hier rumrennt. Wahrscheinlich irgendwelche alten Quests nachholen oder so. Ist übrigens etwas, was ich auch gerne mache. Alte Quests so nachholen. Aber dafür muss man ja erstmal 70 werden. Damit man halt auch wirklich alles kriegt. Den Jungen müssen wir noch machen. Danke. Jo, danke, mein Freund. Aber ich möchte den guten Winterküster haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist noch ein Käfig. Der einzige Nachteil in der ganzen Geschichte ist... Ah gut, die spawnen relativ schnell wieder. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen keine mehr ab, aber... Ich glaube, wir brauchen die Herrschaften sowieso nicht, ne? Ich muss mal gucken, ich habe noch gar keine Talismane gesehen. Sind das die da? Wahrscheinlich, ne? Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Ich glaube, er macht hier eine Quest. Ah, okay. So. Mein Leben vergibt mir. Alice Claw. Ich muss hier mit dem Falken drauf zielen und ihn dann hinschicken. Ach so.
Das muss doch ja mal gesucht werden. Ich suche die Dinger die ganze Zeit. Obwohl, da stand, glaube ich, auch ein Quiztext. Die komme ich so nicht ran? Okay. Ey, Junge, ich bin beschäftigt, Mensch. Sehr schön. Um ordentlich hinstellen hier. So, benutz nochmal. Kommen wir da so ran? Ich glaube ja, ne? Den machen wir. So, mir fehlen noch zwei. Hier sind doch bestimmt noch irgendwie. Da ist zwar schon noch einer. Gut, gehen wir mal. Und daneben hängt auch noch einer. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Quest ist fertig. Wunderbar. Dann lass uns auch mal da unten wieder hin. Dann haben wir das Themachen hier doch auch erledigt. Schön, 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 schön. Ein guter Tag zum Hexenjagen, oder? Jo. Und sich von Vögeln verprügeln zu lassen. Man sieht sich. Die Talismane sind zerstört. Welch eine Erleichterung. Vielleicht können wir unseren Schwarm doch noch retten. Ich hoffe es doch, ne? Ist ein guter Junge. Ja, ich, was weißt du doch. Gute Arbeit. Mit einem wenig Glück sollten die Falken direkt in den Greifenhorst an Arums Wehr zurückkehren. Obwohl es mir ehrlich gesagt egal ist, wo sie sind, solange sie sich nicht in den Klauen des Zirkels befinden. Hab Dank. Weidmanns Heil. Gerne doch, gerne doch. Und wir machen weiter hier mit der Quest da unten? Das Sprengpulverchen besorgen. Gut, gut, gut. Wollen wir hier? Boah, steht noch einer am Weg. Du hast den auch noch am Weg. Die sieht man echt sehr schlecht hier. Ich gehorche. Die Dunkelheit lichtet sich. Jo, das mag sein, mein Freund. Wir haben doch aber leider keine andere Wahl. Wir müssen dir das Licht auspusten. Wir können dich sonst nicht anders retten. Ich bin frei. Jo, 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 jo. Da ist noch ein bisschen Schießpulver. Sehr schön. Da liegt noch mehr Schießpulver. Dich müssen wir leider auch einmal beseitigen, mein Freund. So, wir brauchen gar nicht viel Schießpulver, ne? Ne, 3 von 5, siehste mal. So, die Herrschaften müssen auch einmal weg, die fallen mir in den Rücken. Wunderbar. Und mein der Herr... Mein Verstand hat sich fast verabschiedet. Ohne euch wäre ich nicht mehr. Bitte doch, bitte doch. Und den habe ich nicht gesehen. Das ist nicht gut. Kriegen wir alles hin? Alles kein Problem. Sehr schön. So, nehmen mit das Schießpulver. Da vorne ist noch mehr Schießpulver. Ist hier noch irgendjemand? Jo. Ich glaube, ich sollte mich hier durchtappen. Dann sehe ich sie zumindest. Sehr schön. Dann hätten wir das hier auch. Da vorne ist ja auch schon der Verräter, den wir erledigen sollen. Tod den Feinden des Zirkels! Hauptmann Gutflink. Den guten Verräter. Der Herzborn hat mir unvergleichliche Macht verliehen. Ihr werdet sterben. Wohl eher du, mein Freund. Ich zeug dir mal, wie man mit Verrätern umgeht. Unmöglich. Ja, siehst du doch, dass das möglich ist. Nein. Nicht gut. Auf jeden Fall. Runter vom Boot. Der Marschall schickt mich, um eine Kanone für euch zu finden. Die hier scheint frei zu sein. Das ist gut. Gib mir die großen Wumm. Ich glaube, diese Jungs werden die Kanone nicht mehr brauchen. Na dann.
nettes Pülverchen, das ihr da habt. Seid nur vorsichtig, dass ihr nicht gleich die ganze Mauer einreißt. Natürlich alles nicht. Klar. Level Up, sehr schön. Die Kanone ist bereut, Boss. Wollt ihr das übernehmen? Benutzt die Bäumekanone, um die Barriere am Tor nach Oberkolach zu durchbrechen. Aha. Jojo. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich hab noch ein paar offene Rechnungen. Ja, tu dat. Ausrottung, Chaosblitz und Schattenbrand erhöhen für 7 Sekunden eurem dem Ziel zugefügten Schaden um 5%. Das war schicki. Schicki, so. Gib mir die Wummel her, aber Dolly. Wie jetzt? Ich dachte, ich kann da eins zeugen. Da. Die Barriere ist durchbrochen. Das Kronsteig-Anwesen liegt vor uns. Wartet auf mir! Wartet! Aber wo sind die anderen Inquisitoren? Also, ich stehe hinter euch. Der Rest ist wahrscheinlich tot. Seid gegrüßt, Festländer. Ballas, das Plan hat funktioniert. Er ist wirklich ein ideenreicher Schmied. Komm, Inquisitor. Das Kronsteig-Anwesen ist direkt voraus. Ein ruhiges Ruder kommt immer an. Der Zirkel scheint Kolach als Operationsbasis zu benutzen. Wir schaffen es unmöglich durch ihre Reihen, wenn wir keine Hilfe von den anderen Inquisitoren bekommen. Die sitzen wohl immer noch jenseits der Mauer fest. Hexenmeisterin, es gibt 3 kleine Tore entlang der Mauern in Kolach. Versuch sie zu öffnen, damit unsere Verbündeten sich auf dem Weg machen können. Okay. Öffnet die Tore im Osten, Süden und Westen von Oberkolach. Möge der Wind eure Segel füllen. Wir müssen wachsam bleiben. Hauptmann Glutflink oder Gutflink war ein Schandfleck auf dem Ruf der Kronsteckwache. Ich hoffe, sein Ende war schmerzvoll. Ja gut, er hat ein paar Brandwunden. Das ist an sich gar nicht schlecht. Gibt auf jeden Fall gut Tempo und das ist unsicher aber auch nicht schlecht, aber das gibt ja Minus-Tempo. Wir nehmen die Handy diesmal. Ich habe geschworen, mein Land zu beschützen. Meine Klinge wird das Schicksal des Zirkels besiegeln. Hier scheint der Zirkel seine neuen Akolytinnen auszubilden. Wenn es ihnen gelingt, immer mehr Nachwuchs zu gewinnen, werden unsere Bemühungen umsonst sein. Ich kann Lucilla jetzt nicht alleine lassen. Aber ihr habt eure beachtlichen Kampffähigkeiten schon bewiesen. Streckt sie nieder. Tötet 13 Hexen des Herzbandzirkels in Oberkolach. Ruhm dem Haus Kronsteig. Meine Klinge wird das Schicksal des Zirkels besiegeln. Werft mal einen Blick auf den Platz, Hexenmeisterin. Es gibt was los. Marschall Lesnar zeigt in der Ferne, wo ein paar Jüngeren ein Ritual durchführen. Der Zirkel scheint nunmehr nicht nur dunkle Konstrukte, sondern auch wahrhaft albtraumhafte Kreaturen mit ihren Ritualen heraufzubeschwören. Ich will gar nicht wissen, wozu diese Monster fähig sind. Wir sollten sie umgehend ausschalten. Zum Glück scheinen sich die Jüngeren zu sehr auf ihren Zauber zu konzentrieren, um uns zu bemerken. Das könnt ihr vielleicht zu eurem Vorteil nutzen. Tötet 4 verseuchte Schrecken in Oberkolach. Okay. Und dem Haus Kronsteig. Okay, dockele. Und hier ist auch noch was? Schön, dass ich stehen bleiben. Das weggeworfene Tagebuch sieht aus, als würde es einem Bewohner von Oberkolach gehören. Darin werden auch frühe Anzeichen einer Präsenz des Herzbandzirkels in Kolach beschrieben. Vielleicht könnt ihr noch mehr solcher Schriften finden und so die Ereignisse offenbaren, die zum jetzigen Zustand von Kolach geführt haben. Untersucht 6 Tagebücher von Bewohnern in Kolach. Jut. Anscheinend sind hier eben gerade ein Hau gestorben. Vielleicht ist noch ein Spieler in der Nähe. Ich sehe aber keinen. War ich so nicht schlimm? Hier war das früher mal brechend voll. Weil hier, glaube ich, irgendwelche Weltquests waren in dem Gebiet oder so. Wen wir alle sehen? Das kann nicht. Mutter schenkt mir... Eure Mutter wird auch noch dran kommen. Immer mit der Ruhe. Oh.
Erstmal müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Wir brauchen die AE-Rolle hier. Meine Magie hat versagt. Jojo. Scharfrichter Schwarz ist ein Rare. Okay, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Schon mal gar nicht, wenn unsere Flüstertüte halbtot ist. Aber wir werden es probieren. Och nö, die sind schon wieder da hier. So, jetzt nicht wahr, oder? Obwohl die Rare gar nicht mal so rare sind, wie sie früher mal waren. Aber gut, die tauchen ja relativ häufig auf. Wir haben ihn ja auch miterledigt. Nehmen wir die hier auch gleich mit. Die brauchen wir eh wieder. Ich brauche ein Ziel. So, einmal mit der Ruhe. Erstens sind meine Lutschbonbons hier schon wieder weg. Genau, und dann machen wir auch gleich mal unsere Seele speichern. Sehr schön, den können wir jetzt wohl machen. So, davon hätten wir auch schon 2 von 4. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, seht noch welche? Kriegen wir alles hin? Der Zirkel wird herrschen. Nein, das wird er nicht. Nicht, solange ich hier rumrenne. Wenn ich weg bin, habe ich meinen Soul erfüllt. Den könnt ihr hier rumoxidieren, wie ihr wollt. Aber nicht vorher. So. Hexe Grandistin, alles aus dem Weg räumen, was im Weg steht. So, das so nehmen wir natürlich auch mit. Oh, gleich doch so viele? Okay. Kriegen wir ihn, kriegen wir ihn. Ich glaube, du bist deiner Mutter ziemlich egal, so wie du aussiehst. Was sind das denn für kleine Viecher? Die sehen ja aus wie Schaas aus Pandaria. Auf jeden Fall stehen sie im Weg. Gut, gut, aber schon wieder so ein Weg. Ich will das Buch haben. Donkey. Geh, schon vor 2 Wochen, alles klar, Gerüchten zufolge soll der Lord an der Schwindsucht leiden und seine Gemahlin soll sich in Trauer an seinen Gemächern eingeschlossen haben. Na ja, gut, das glaube ich zwar nicht so ganz, aber wir werden es rausfinden. So, machen wir unsere Flüstertüte mal kurz wieder fit. Sehr schön, sehr schön. So, da ist auf jeden Fall ein Blümchen. Das muss mit. Ja, damals war es hier echt brechend voll. Da rannten hier überall Spieler rum. Wirklich überall. Hier, da stehen auf jeden Fall noch 2 Hexen. Die brauchen wir eh.
Unsere Lümmeltüte kriegt schon wieder ordentlich Schaden drauf. Aber gut, notfalls können wir sie auch einmal wieder fit machen, besser wird. Sehr schön. Gut, gut, gut. Weil das Blümchen hier muss mit. Und ich weiß nicht, was unten drin ist, aber ich glaube, wir müssen rein. Sehr schön. Ja. Unsere Macht ist uralt. Wenn ich mich nicht täusche, liegt doch nämlich eins der Bücher. Das war auf jeden Fall die letzte Hexe, die wir brauchen. Wunderbar. Ihr Vater schwört, dass er beobachtet hat, wie das Anwesen... Okay, die Daves behaupten, auch ihre Tochter sei für einige Nächte verschwunden gewesen. Nur um auf die gleichen geheimnisvolle Art zurückzukehren, als sei nichts geschehen. Ihr Vater schwört, dass er beobachtet hat, wie sie das Anwesen betreten hat. Aber das ist absurd. Dort ist seit Wochen niemand mehr ein- und ausgegangen. Okay, Menschen verschwinden, Menschen kommen wieder, auf komische Art und Weise... Jojo, alles on Zeugen für Hexen. So, hier ist jedenfalls eins der Tore, die wir öffnen müssen. Ja, Entschuldigung, der Herr, ich hab den nicht gesehen. Mein Leben für den Zirkel! Wunderbar. Hexen mit ihren Barrieren. Genau, schlimm sowas. Ich bin frei. Danke für eure Hilfe. Bitte, bitte, den kommen wir rein. Ist das da? Ich glaube. Ah, gut, die Dame brauchen wir jetzt nicht. Das war die Weltquiz, wo man einen Haufen Spieler verbrauchte. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber das war damals so. Mensch, selbst die Pferde sind hier verhext. Naja, machen wir eben Wurst draus. Kaum nichts dafür. Bevor das Fleisch schlecht wird, muss ich eingreifen. Das geht leider nicht anders. Gut, gut. Und? Sie hat uns versichert, dass der Lord bei bester Gesundheit sei. Aber es war sonderbar, wie sie die Wachen herumkommandierte. Über solche Befehlsgewalt hat sie nie zuvor verfügt. Aber ich mache mir bestimmt nur zu viele Gedanken. Nach den Strapazen der letzten Woche sollten wir über jede gute Nachricht freuen. Ich würde eher sagen, die Waffe zaubert und wurde von irgendwas herumkommandiert. Ja, natürlich, natürlich. Danke. So, wir brauchen auf jeden Fall den Zirken da noch. Dorf führt keinen, wo ich dran verbräu. So, wir brauchen noch einen davon. Die Hexen brauchen wir nicht mehr, da oben ist noch ein Zreck. Warte mal, hol ich noch ein Tagebuch. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jeden Tag sehe ich mehr Mädchen in der Stadt, die den Weidentalisman tragen. Wenn das so weitergeht, ist die ganze Stadt am Handumdrehen beugetreten. Die Männer scheinen es gar nicht zu merken, als wären sie noch desinteressierter als sonst. Es ist fast, als stünden sie unter einer Art Bann. Wahrscheinlich ist auch genau das passiert. Genau das. Die wohnen ja irgendwie von den Hexen da mit leicht. So, auf jeden Fall nehmen wir ihn noch mit. So, das hätten wir auch. Dann fehlt uns so ordentlich nur noch die Tore und zwei Tagebücher. Oh, sehe ich die Tagebücher vielleicht von hier oben? Das wäre schon ein Träumchen. Da auf der Treppe liegt eins. Und hier ist noch ein Tor. Danke.
könnten hier eure Hilfe gebrauchen. Bede, bin schon da. Wir wissen eure Eile zu schätzen. Wir werden uns zu Fräulein Kronsteig durchkämpfen. Welche Eule? Welche Eule? Ich spiel gemütlich, mein Freund. Ich spiel gemütlich. So, hier war übrigens noch ein Tagebuch. Die Mutter und die führt meine Klinge. Ja, ja. Du wirst gleich deiner Mutter wieder gegenübertreten. Oha, oha, was ist denn hier los? Nein, die auch noch, ne? Vergebt. Nein. Das geht doch nie im Leben gut. Was kommt denn die alte Elite-Schabracke dazwischen, Mensch? Tschüssi. Das muss doch wohl nicht... Das darf doch... Schenkt mir Macht. Das darf doch wohl nicht vorstellen, aber ich kann meinen Sehnstein benutzen. Ich warte nur kurz, bis die Dame wieder weg ist. Das wäre gesünder. Kommt die alte Elite-Schabracke dazwischen. Hexenherrin. Siehst du, was du Land gewinnst. Aber Dalli. Weil wenn ich mich jetzt wieder belebe, bin ich ja gleich wieder tot. Sag mal, will die da jetzt Wurzeln schlagen? Todesursache brauche ich nicht gucken, die weiß ich selber. Okay, die alte Lautstärke wieder hoch. Ist aber auch hässlich, ne? Die ist doch aber hässlich. So, sieh zu, hast du Land gewinnst. Sehnstein nutzen. Mein Leben für den Zirkel. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt hab ich die Faxen, Digga, hier. Kamen die noch auf einmal alle her? Hier ist doch Feind und Bräut keiner. Nee, 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 du. Das hat keiner gesehen hier, diesen Fauxpas. Das hat hier keiner gesehen. Wir tun einfach mal so, als wäre absolut gar nichts passiert, ne? So, nun lass mich mal hier. Nimm mal an hier. So, jetzt holen wir mal ganz schnell die Lümmeltüte raus, bevor hier wieder was passiert. Genau die Stelle, wo ich eben... Kamen die denn her? Waren das die da? Ja. Kommt die Elite... Ja, die Elite-Schabracke kommt wieder. Oh nein, mein Freund, wir werden hier jetzt definitiv nicht kämpfen. Nicht schon wieder. So, komm her. Hier kriegen wir Sinn. Aber nicht da vorne, Boy. Was machen die für Schaden hier? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Lümmeltüte, was machst du? Meine Schwestern werden euch vernichten. Nee, nicht schon wieder. Nee, 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 nee. Das kann nicht sein. Oh, gut, ja, gut, ja, gut. Aber wir haben ihn's doch fast. Wir haben ihn's doch fast. Die Elite-Dame, ich weiß nicht, wo die jetzt ist, aber wir sind ihr entkommen, wie es aussieht. Oh. Gift das Buch her, aber Dalli. Erst gestern Abend habe ich mit Herrn Wiesmann gesprochen. Ah, tut mir leid, aber ich habe Angst, sonst würde ich da jetzt stehen bleiben. Dass die Dame wiederkommt. Und braucht noch ein Buch. Irgendwo ist ja doch noch ein Buch, oder? Büchlein, aber dafür ein schönes Blümchen. Nö. Ah, es war jetzt ärgerlich, wenn man zweimal miteinander stirbt, aber auch kein wilder Gang. Ich versuche das Ganze immer mit Humor zu nehmen. Nein, das sind mir schon wieder viel zu viele hier. Jo. Was waren die Kleinen, ne? Gut, die Kleinen sind nicht so gefährlich. Die Großen schon. Die Großen auf jeden Fall schon, die müssen wir mal kurz erledigen. Allerdings können die Kleinen gefährlich werden, wenn es zu viele wären. Da müssen wir uns einmal ganz schnell drum kümmern. Das darf nicht wahr sein. Ich habe kein Ziel. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Das ist ja schlimm hier. Da. Ich sehe aber auch die Gegner nicht. Weil da keine Lebensbalken drüber sind, weiß ich nicht, wo welche stehen und wo nicht. Das kannst du doch keinem erzählen hier, Mensch.
Okay, das ist nicht mehr feierlich. Tut das Note? Tut das Note? Ne, das ist echt ein ganz großes Problem bei mir. Wenn wir ehrlich sind, das verdienen, ne? Aber wieso kamen die dazu? Ich fahr doch weit genug weg. So, wo stehen hier jetzt welche? Mal kurz umgucken. Eigentlich nur der, ne? Ich weiß jetzt, dass da einer steht hier, aber die fallen so gut wie gar nicht auf, gerade zwischen diesem dunklen Hintergrund. Aber wenn ich das wieder anmache mit den, da ist die alte, mit den Lebensbalken, dann kann ich wieder nicht unterscheiden, was zur Quest gehört und was nicht. Also da muss unbedingt, ganz unbedingt mal was gemacht werden. Aber ganz dringend. Dass man die Gegner besser sieht, dass vielleicht dauerhaft Namen drüber stehen, aber man die Quest-NPCs trotzdem noch unterscheiden kann. Und zwar ganz unbedingt. Das wäre vielleicht mal einer dieser sinnvollen... Wir kloppen da drauf rum. Interface-Dinger. Ich versuche mal zu helfen. Ich bin mal so nett. Ehrlich gesagt, habe ich den Hexenschuss komplett vergessen. Aber ich glaube nicht, dass wir lebend herausschaffen. Ja, das habe ich ja auch nicht. Den Hexenschuss habe ich ja komplett vergessen. Stimmt. Den hätten wir die ganze Zeit schon nutzen können. Oh man. Naja, wir tun einfach so, als sind wir hier ohne Probleme durchgekommen, als wäre nichts passiert. Denn es ist in aller besser Ordnung. Wir müssen noch ein Tor öffnen. Das da, ne? Nee? Irgendwo fehlt hier noch ein Tor? Ademo? Durst da, das da. Müssen wir es von... Ne, es geht auch von hier. Da seid ihr! Ich sehe schon. Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Hopp! Bitte sehr, bitte sehr. Und hier gibt es auch noch ein Blümchen. Tun wir mal einfach. Okay. Na, ist auch nicht so schlimm. Wir nehmen es schon mit Humor, ne? Das Einzige, was schlimm ist, sind die Reparaturkosten. Das kostet doch alles Geld. So, wir haben hier schon wieder Besuch. Ja, ja, von einer so einer Jüngeren. Das kriegen wir hin. Zählt das eigentlich auch hierfür? Jo. Meine Schwestern werden euch vernichten. Ob den Hexenschuss komplett vergessen? Ich habe ganz, ganz viele Waren. So, Ankerkraut ist wohl leider nichts mehr wert. Weg damit zumindest. Wahrscheinlich mehr als vom Händler, aber. Die wollten wir anziehen, ne? Mal vergessen. Es lohnt sich jetzt auch nicht. Euren Reisen. So, den Simon, das Schmuckstück. Wunderbar. Und wir geben hier unsere Quiestor. Wir müssen umgehend handeln. Wir müssen wachsam bleiben. Je weniger Hexen auf dieser Welt gibt, desto ruhiger können die Bürger von Drost aber schlafen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe geschworen, mein Land zu beschützen. Ich bin froh, dass wir die Dinge aufhalten konnten, bevor der Zirkel sie auf die ahnungslosen Bürger von Drost losgelassen hätte. Auch das stimmt. Grüße. Mast und Schotbruch. Sind sie jetzt alle da? Also gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen zum Kronsteig-Anwesen reiten. Der Zirkel wird büßen für seine Gräueltaten. Und wir sehen Level 50. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der, hatten wir das nicht gerade? Um dem nee. Haus Kronsteig. Diese Geschichte, das ist ein schreckliches Schicksal für die Heimat. Wir müssen das wieder in Ordnung bringen, Hexenmeisterin. Für die Leute von Korlach und ganz Drostafar. Der Untergang von Korlach, was bringt uns in das Buch jetzt? Einfach nur zum Lesen? Okay. Das ist unsere Chance. Das Kronsteig-Anwesen ist gleich da oben auf dem Hügel. Und da drinnen finden wir hoffentlich meine Mutter und meinen Vater. Und wenn wir dort auch die Mutter finden, die diesen schrecklichen Zirkel anführt, werden wir sie bereuen lassen. Dass sie nach Drostafar gekommen ist. Werdet ihr mir dabei helfen, Hexenmeisterin? Folgt Lucilla Kronsteig.
zum Kronsteig-Anwesen in Oberkulach. Alles klar. Was werden wir tun? Dies ist unsere Chance, Lord und Lady Kronsteig zu retten und diesem fürchterlichen Zirkel ein Ende zu bereiten. Bleibt zusammen und stoßt weiter vor, bis wir die Tore des Anwesens durchbrochen haben. Für Haus Kronsteig! Jo, wir kommen ja schon, wir kommen ja schon. Ich glaube, ich sollte hinzufügen laufen. Wir schaffen es! Auf die Augen, Wilhelm! Na, no, lauft, 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 ihr lauft! Ihr habt euch die Falsche zum Ankleichen ausgesucht. Wieso greifen hier nur mich an? Wir decken die Flanken. Champion, bleibt bei Lucilla und dem Marschall. Ja, bin ich doch. Ja, dann haltet ihr doch mal auf. Das ist nah genug. Mutter? Seid ihr das? Ich bin so froh, dass du hier bist, Liebes. Dein Vater hat dich schmerzlich vermisst. Was? Was habt ihr ihm angetan? Zeig etwas Dankbarkeit, Mädchen. Dein Vater ist nicht nur wohlauf, sondern bald auch Lord von ganz Kul Tiras. Schließ dich uns an, mein Kind. Bleib hier vom Leib! Herzloses Hexenwort! Aber Marschall, so redet man nicht mit einer Dame. Ich sollte euch Manieren beibringen. Und jetzt, Marschall, sei dein Schatz und bring Godzilla in meine Gemächer. Sobald ihr diese Plagen beseitigt, komm, Arthur! Wie ihr wünscht, Mutter. Echt jetzt? Echt jetzt, ihre eigene Mutter ist die Hexe. Gehorche. Und hat jetzt tatsächlich unseren Marschall, der uns die ganze Zeit geholfen hat, zu einem ihrer Sklaven gemacht und Lucilla entführt. Ey. Immer mit der Ruhe, jo? Gut, dann müssen wir jetzt Leute den Marschall auch besäudigen. Da haben wir ja auch keine andere Wahl. Gut, den Marschall kriegen wir besäudigt. Und die Mutter, vor allem, was hat sie mit ihrem Vater gemacht? Das darf nicht sein! Er sah ja aus wie ein Zombie. Kämpf dagegen an, Marschall! Liebste Lucilla, ich habe versagt. Es tut mir leid. Marschall, nein. Mutter, was habt ihr getan? Ihre eigene Mutter ist eine Verräterin. Gut, er sollte sie hinbringen. Wir haben ihn ja aufgehalten, auch wenn das gegen seinen Willen war. Alles klar, und es ist ein Dungeon, wie man ja schon sieht. Da ist das Wirbelchen. Okay. Drustwa wird überdauern. Tut mir leid, das ist alles ein bisschen viel für mich. Danke, dass ihr mich beschützt habt, Hexenmeisterin. Ich brauche jetzt wohl einen Moment für mich allein. Okay, da oben eine Berührungsrüstung, die an sich gar nicht schlecht ist, auch viel Tempo und so drauf. Und dort ist eine Schulterrüstung, die noch mal einiges besser ist, weil Brust haben wir zumindest eine 110er an, Schultern gerade mal eine 74er. Wir nehmen die Schultern. Ein ruhiges Ruder kommt immer an. Und dann sind wir jetzt auch durch mit dem Hexengebiet. Sehr schön. Das ist der Dungeon, ja? Besiegt Lady Kronsteig im Kronsteig-Anwesen, ja. Die werde ich jetzt nicht annehmen. Die werden wir vielleicht alle mal nachholen. Aber im Moment geht es mal hauptsächlich ums normale Questen, dass wir nach Dragonflight und so kommen. Haben wir ja im Piratengebiet auch nicht gemacht. Also so gesehen fehlt uns da ja auch noch eine Quest. Das werden wir vielleicht mal machen. Im Moment nicht so schlimm. Wir haben das Hexengebiet ja durch. Sonst hätten wir den Erfolg nicht gekriegt hier. Alle Gebiete abgequestet. Sehr schön. Din. Können wir ordentlich erstmal die Schultern anziehen? Wunderbar. Mann, sind die hässlich. Aber gut.
Den nehmen wir unseren schönen Ruhestäunchen. Der portet uns zurück nach Kultiros. Und von da geht das denn weiter ins nächste Gebiet. Das schöne Sturmsangtal, was ich damals immer als erstes gemacht habe. Ach, gut. Haben wir das sechste Gebiet durch? Ja, jetzt muss ich nur mal was googeln. Können wir das denn hier überhaupt aussuchen? Aber wir haben auch Stufe 50 erreicht, ne? Also 10 Level noch, das kriegen wir hin. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Das war im Büro des Hofmeisters. Nee, und zwar hier drinne. War der unten? Nee. Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Ja, hier war das. Hier wird es. Sehr schön. Tolkien der Aschmittaufsee, das ist ein Dungeon, was ihr vielleicht bereut. Für die Lord-Admiralin. So eine extra Quest, da geht's um Jaina, mit der Gedenkstätte von Burg Prachtmeer. Ich würde das gerne alles mitmachen, aber es sind so extra Geschichten was. Ich möchte erstmal die Gebiete durchmachen. Hier, ne? Hier, ja, Stürmsangtal, sehr schön. Die Flotte von Kyl Tiras ist auf See verschollen. Die Gezeitenweisen von Sturmsang können mit ihrer mystischen Meeresmagie unsere einzigartige Möglichkeit darstellen, die legendäre Flotte zu finden. Bietet an, das Verschwinden der Flotte von Kyl Tiras zu untersuchen. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Wir schaffen das. Selbst unter normalen Umständen wären die Gezeitenweisen Unbekannten gegenüber misstrauisch. Ich werde euch auf dieser Reise begleiten. So bekommt ihr vielleicht endlich ein paar Antworten. Die Pflicht ruft. Lebt wohl. Der Orden der Gezeitenweisen unterhält eine recht imposante Abtei hier in Boralus. Wir sollten mit unserer Suche nach der Flotte dort beginnen. Irgendjemand von ihnen muss doch etwas wissen, oder? Die gesamte legendäre Flotte von Kyl Tiras kann ja nicht so einfach verloren gehen. Wir müssen die Fähre zur Abtei nehmen. Denkt daran, euren Fährpass mitzubringen. Besucht eine Fähre zur Sturmsangabtei. Alles klar, da wählen wir uns denn... Sei vorsichtig da draußen, Telia. Ich traue diesen Kapuzenpredigern kein Stück. Keine Sorge, Carsten. Ich kann auf mich aufpassen. Außerdem ist der Allianzabgesandte bei mir. Alles klar, wir passen schon so weit auf. Den geht das los mit dem Sturmsangtor. Ich würde euch ja auf Sturmherz reiten lassen, aber die Gezeitenweisen gestatten Besuche nur per Boot. Die meisten hier verehren die See wie andere das Licht. Aber die Gezeitenweisen verbindet ein weit stärkeres Band mit dem Wasser. Sie sind etwas geheimnisvoll, aber genießen hohes Ansehen in Kyl Tiras. Sie helfen hier, die Fischernetze zu füllen und sorgen für Regen auf den Feldern im Tal. Na siehst du, den müssen wir heute per Boot hin, kriegen wir hin. Dort ist hier vorne und den kloppt dann auch alles. Aber vor uns am Ende war jetzt mal ein bisschen länger, aber ich wollte das zu Ende bringen. Denn seid mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es jedenfalls. Bis morgen. Tschüssi.